Hey Leute, das Bundesamt für Verfassungsschutz, BFV, ist der Inlandsnachrichtendienst Deutschlands. Seine Hauptaufgabe besteht darin, die freiheitlich-demokratische Grundordnung zu schützen. Es gibt jedoch auch Kritik und Bedenken, dass das BFV manchmal Regierungskritiker überwacht. Insbesondere im Zusammenhang mit Protesten gegen staatliche Maßnahmen. Wie zum Beispiel während der Corona-Pandemie. Hier wurde der neue Phänomenenbereich verfassungsschutzrelevante Delegitimierung des Staates eingeführt. Das bedeutet, dass Personen oder Gruppen, die als verfassungsfeindlich eingestuft werden, überwacht werden können. Auch wenn sie sich nur kritisch gegenüber der Regierung äußern oder auch nur an einer Demonstration teilgenommen haben. Seit 2021 gehört die Ausspähung von Gesinnungsvergehen der Bürger noch lange vor dem Erreichen einer Strafbarkeit zu den Hauptbetätigungsfeldern des BFV. Man könnte es schon fast als Stasi 2.0 bezeichnen. Wie die schon so schön sagten, man muss auch Vorfälle unterhalb der Strafbarkeitsgrenze verfolgen. Aber was ist eigentlich unterhalb der Strafbarkeitsgrenze? Unterhalb der Strafbarkeitsgrenze, das ist doch legal. Oder bin ich hier total falsch? Die Nancy Faeser hat gesagt, diejenigen, die den Staat verhöhnen, müssen es mit einem starken Staat zu tun bekommen. Aber was ist verhöhnen? Verhöhnen ist doch, sich über gewisse Dinge, die in meinen Augen unsinnig sind, lustig zu machen. Oder anders gesagt, verhöhnen ist Satire. Also sollten sich jetzt wohl doch schon einige, die in den sozialen Medien, sei es nur bei YouTube, Facebook, Twitter oder was auch immer, gern mal etwas gegen unsere Regierung kritisieren, schon ein paar Gedanken machen? Schon im Juni hat ein mittlerweile ehemaliger Mitarbeiter des Verfassungsschutzes gesagt, dass hier mittlerweile immer mehr unbescholtene Bürger beobachtet werden. Aber egal, was auch immer. Mittlerweile kannst du jetzt ganz einfach nachfragen, ob du speziell vom Verfassungsschutz beobachtet wirst. Eine Journalistin, Aya Velasquez, wie auch immer, dass man das richtig ausspricht, hat gesagt, warum es an der Zeit ist, den Verfassungsschutz zu beobachten. Die Beobachtungspraktiken des Verfassungsschutzes haben unerträgliche Ausnahmen angenommen. Deshalb habe ich einen Generator aufgesetzt, mit dem man erfahren kann, ob man beobachtet wird. Die Seite blende ich unten in der Videobeschreibung mit ein. Hier gibt es ein Formular, in dem Briefe an die verschiedenen Verfassungsschutzorganisationen erstellt werden können. Die eingegebenen Daten werden aber nicht an die Server geschickt. Alles passiert nur zu Hause an deinem PC. Das Projekt ist nicht kommerziell. Für den Aufbau der Webseite und Anwaltskosten sind ca. 5.500 Euro entstanden. Diesen Beitrag möchte sie über eine Crowdfunding-Seite wieder einholen, auf der mittlerweile schon fast 8.000 Euro aufgelaufen sind. Es gibt dann auch eine Rückmeldefunktion. Hier kann jeder, der die Anfrage geschrieben hat, auch melden,
Ob er beobachtet wird oder nicht. Ja, ich persönlich werde die Anfrage noch nicht stellen. Ich denke, mit meinen wenigen harmlosen und nicht weiter beachtenswerten Videos werden Sie mich wohl noch lange nicht als Bedrohung wahrnehmen. Ja, war bloß mal ein kleiner Hinweis. Guck mal in die Seiten und ciao.